Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Dominique von Coffee & Blush. Der Frühling steht ja vor der Tür und passend dazu habe ich mit den neuen Gemstone-Lacken diesen farbenfrohen Look für euch kreiert. Zuerst nehmen wir diesen wunderschönen dunkelblauen Ton und lackieren uns damit den kleinen Finger, den Zeigefinger und den Daumen. So, und als nächstes nehmen wir den grünen Lack und lackieren die restlichen zwei Finger damit. Im nächsten Schritt nehme ich ein Dixo und klebe mir einen Teil des Ringfingers und des Mittelfingers ab. Wenn wir das ordentlich abgeklebt haben, dann können wir auch schon mit den Lilatönen lackieren. Sobald der Nagellack ein bisschen angetrocknet ist, könnt ihr das Dixo auch schon abziehen. Das war's auch schon von mir. Vergesst nicht, den Pipa YouTube-Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns auch schon ganz bald im nächsten Video und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in den Frühling.